1-0 Sieg gegen Kaiserslautern 2, 93. Minute, tauchst du ab und hältst die drei Punkte fest. Wie hast du das Spiel gesehen? Ja, war ein bisschen zerfahren. Wir sind eigentlich wieder gut gestartet, haben Gas gegeben, wollten Gas geben, aber sind nicht so gut reingekommen. Man hat auch gemerkt, dass die Kräfte irgendwo auch jetzt mal ein bisschen gefehlt haben. Ist normal, auch von der Birne her. Und ja. Ja, im Endeffekt ist es scheißegal, wie wir spielen. Von mir aus können wir auch das schlechteste Spiel machen, wenn wir 1-0 gewinnen, 3 Punkte zu 0. Super. Ja, lass uns nochmal über die 93. sprechen. Torwarttraining mit Ralf Westig, ne? Und zahlt sich das auch mal aus, dass wir ein bisschen was machen. Ja, ich denke, wir sind halt richtig gut reingekommen, hatten auch ein paar Chancen. Und dann ja, haben wir oft lange Bälle gespielt und so haben wir Fahren ein bisschen verloren. Aber kurz vor Halbzeit habe ich zum Glück nochmal ein Tor gemacht. Und ja, das war halt wichtig für ein Selbstvertrauen, dass wir mit einer Führung in die Halbzeit gehen. Und ja, und so haben wir 1-0 erarbeitet, gekämpft, genau. Die Konterchancen kann man schon noch besser ausspielen. Ja, das stimmt. Da hatten wir auch ein paar. Da müssen wir einfach einen Deckel drauf machen und dann ist das, brauchen wir nicht über 90 Minuten so zittern, dann ist das auch vielleicht in der 75. oder 70. gegessen. Ja. Genau. Gut, jetzt habt ihr 6 Punkte aus den letzten 2 Spielen geholt. Ja, das tut schon mal gut, ne? Ja, klar, aber wir sind halt nicht da, wo wir sein wollten und wir müssen halt auf jeden Fall weitermachen. Jetzt haben wir in den 2 Spielen Reaktion gezeigt von Elversberg und ja, jetzt müssen wir weitermachen. Jetzt müssen wir auch mal auswärts punkten. Jetzt haben wir, glaube ich, in 4 Spielen zu Hause 10 Punkte geholt und auswärts noch gar nichts. Und jetzt sind wir mal auswärts dran. Zweites Spiel wieder reingerutscht in der Innenverteidigung. Solide gespielt, meiner Meinung nach. Warum war es so zäh? Oh ja, ich glaube erst mal die Temperaturen und dann war das 3. Spiel in 7 Tagen, glaube ich. Und es geht natürlich an die Kräfte, aber... Ja, nichtsdestotrotz, es war, glaube ich, für die Zuschauer vielleicht nicht das attraktive Spiel, aber wir sind hinten ganz gut gestanden, haben relativ wenig zugelassen. Nach vorne war es bestimmt auch, gibt es noch Steigerungsbedarf, aber an sich, ja, es war jetzt das 3. Spiel, wir haben heute wieder einen Dreier geholt nach Mittwoch und das war das Ziel und das haben wir erreicht. Und von dem her spricht keiner morgen mehr davon, wie der Sieg zustande gekommen ist. Was ist dir durch den Kopf gegangen, wie der Freddy das Ding noch rausholt in der 93? Ja, natürlich, die haben zum Schluss schön Druck gemacht, wir haben uns reindrücken lassen und... Die haben dann große Spieler gehabt und ist der eine durchgerutscht, aber Freddy hat ihn noch klasse gehalten und dafür ist er ja auch da. Innerhalb von 4 Tagen 2 Siege geholt. Wie zufrieden ist man dann nach diesen 2 Partien?
ich glaube sogar 3 Tage. Ne? Ich rechne den Mittwoch nicht mit. Okay, ich zähle Donnerstag, Freitag, Samstag. Und ja, das ist natürlich optimale Ausbeute. Wir haben kein Gegentor gekriegt, haben 3 Tore erzielt, 2 am Mittwoch, heute 1, was gereicht hat. Ja, und gleichzeitig hätte ich mir heute gewünscht, dass wir es uns leichter machen, gerade zweite Halbzeit im Rahmen des Umschaltspiels, im Rahmen der Konterchancen, die wir hatten. Aber es hat einfach Substanz gefehlt und dann im Zweifel nicht nur Qualität, sondern auch Konzentration. Was geht einem da durch den Kopf, wenn der Freddy da in der 93. runter muss und das Ding da von der Linie kratzt? Ja, was will einem da durch den Kopf gehen? Da sind wir froh, dass er den gehalten hat. Genauso wie wir froh waren am Mittwoch, dass er den kurz nach der Halbzeit hält. Und ja, ich glaube, dass es vom Grundsatz her wichtig war, auch diese Stabilität hinten zu haben. Ne? Und dann muss ein Torhüter logischerweise auch mal einen halten. Er hat nicht so viel zu halten gekriegt im Rahmen dieses Spiels. Umso wichtiger, dass wir ihn in unserer Mannschaft haben oder die Qualität eines Torhüters von dem Format in unseren Reihen haben, der dann halt in entscheidenden Situationen auch da ist. Eben schon angesprochen, Abwehrstand sehr stabil. Und vorne muss man einfach noch dran arbeiten, an diesem Umschaltspiel, an den Kontersituationen. Aber da wünscht man sich doch schon mal, dass einer mal zu Ende gespielt wird, oder? Nein, absolut. Ich hätte mir auch gewünscht, dass wir früher so 1-0 machen, weil wir ein paar gut herausgespielte Situationen auch erste Halbzeit schon hatten. Aber nochmal, ich habe es eben in der Pressekonferenz schon gesagt, uns ging dann im Laufe der ersten Halbzeit schon so ein bisschen die Puste aus. Auf der einen oder anderen Position hat man gesehen, dass wir heute nicht diese Substanz, nicht diese Laufbereitschaft, nicht diese Explosivität im Spiel haben. Und da hat der Gegner uns dann teilweise so ein bisschen rein rausgespielt. Und wenn du dann nur noch hinterherläufst, dann wird es bei dem Wetter natürlich umso schwerer. Und gleichzeitig war es dann in der zweiten Halbzeit im Rahmen des Umschaltspiels auch eben eine Kraftgeschichte. Ne? Dann hast du in den Situationen, die eigentlich klar waren, wo du es viel, viel besser spielen kannst, wo die Jungs auch die Qualität haben, die Situation gut auszuspielen, hast du nicht die Konzentration gehabt und hast du Fehler produziert, die völlig unnötig waren. Am Ende war es egal, 6 Punkte, genau. 10 Punkte auf dem Konto. Viel Glück fürs nächste Spiel und danke fürs Interview. Dankeschön.